Hallo. Hallo, Dimitri. Hi, klar, wer sonst? Kevin Meissner, ja, würde ich sagen, wer sonst? Blitzschnell! Haben Sie eben Ihre E-Mail bekommen? Ja, sieht ordentlich aus. Und ja, haben Sie ein paar Minütchen für mich jetzt noch? Ich habe ja gesagt, ich habe den ganzen Tag Zeit. Gut. Ich freue mich, dass das so schnell geklappt hat. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht gehabt. Sie meinen, Sie haben gute Sache gemacht, dass Sie die Bank gewechselt haben? Klar. Was ist das für eine Bank? Sparkasse. Das Sparkasse. Super. So, sind tatsächlich günstiger als alle anderen, hätte ich nicht gedacht. Und das Gute ist, man kann da halt auch nochmal hingehen. Ja, das nehme ich an, auf jeden Fall. Ist ja wohl die meistverbreiteste Bank in Deutschland überhaupt. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Hauptsache, ich habe guten Deal. Nee, es ist gut. Ich wünsche Ihnen bloß gute Erfahrungen damit, weil ich hatte gestern einen Kunden an der Leitung, der hat gesagt, im Gegenteil, der hat einen Wohnbaukredit bei der Sparkasse und ihm hat der Service so nicht sehr gefallen. Der hat zur Raiffeisenbank gewechselt, aber naja, ist ja individuell. Für jeden passt ja das bessere Angebot. So, Dimitri, dann würde ich sagen, wenn wir heute loslegen möchten, gehen wir schnell durch die Fragen durch. Wenn, wie gesagt, einige Fragen Ihnen irgendwie zu delikat erscheinen, geben Sie etwas Ungefähres an. Muss nicht super genau sein, ist ja eher als ja Orientierung. Wie alt sind Sie? Ha? Wie alt sind Sie? Ach, ich bin 35. 35. 8. Mai, 88. 8.5.88. Okay. Benutzen Sie WhatsApp? Nee, überhaupt nicht. Die Frage hat mich auch gewundert, weil das ist doch total unsicher. Verstehe. Nee, weil viele nutzen das und ab und zu sagen Kunden, ja, ohne WhatsApp lässt sich überhaupt nicht leben. Okay, jeder wie er mag. Genau, auf jeden Fall. Wie mit der Bank, ne? Mit der Sparkasse, Raiffeisen, so. WhatsApp ja, WhatsApp nein, ist so. Ja. Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit auszuwählen. Was will man machen? So, beruflich haben Sie schon mehrmals erwähnt. Ja, Tiefbau. Sie bauen Häuser? Nee, ich mach Tiefbau. So die ganzen Fundamente, die Grundlagen. Mit Beton und so weiter. Ja, mit Beton, mit allen Fundamenten, mit den Aufbauten, mit dem Rohguss, mit den Aushebungen, Ausgrabungsarbeiten manchmal auch. Wenn man mal was findet. Sind Sie schon mittlerweile irgendwie Chef einer Mannschaft? Polier nennt sich das. Das ist so Unterführer. So, ich mach mir Notizen. Aha. So, haben Sie schon mal irgendwelche Erfahrungen mit Kryptowährungen gehabt? Haben Sie eine Krypto-Wallet? Nein, überhaupt nicht. Brauche ich so ein Teil? Wenn ja, wie mache ich das? Erstens, brauchen Sie nicht unbedingt. Spätestens, wenn Sie nach der Probezeit mit allem zufrieden sind, denke ich, würde Finanzexperte es Ihnen vorschlagen, einfach damit es bequemer wird. Muss aber nicht sein. Ist bloß eine Frage. Entsprechend, wenn Sie keine Erfahrung damit haben, wird er da wohl etwas dazu zu sprechen kommen, denke ich mal. Gut. So, keine Erfahrung. Ist ja bloß eine Frage. Aktiendepot. Es ist ein Standardfragebogen für alle Kunden. So, alles gut, alles gut. Aktien habe ich auch keine. Aktien? Nein, überhaupt nicht. Okay, noch nicht, ja, würde ich sagen. Ah, gut. Ja, wenn sich das lohnt, ich habe ja keine Ahnung von so einem Kram. Ja, wissen Sie, mit Aktien ist das so, also wie ich es mir vorstelle, Langzeitanlage hat schon einen Sinn. Aber wie gesagt, die Welt heute ist ja sehr digitalisiert, sehr schnell und ich weiß nicht, ja, wenn wir zum Beispiel, sagen wir vor 15 Jahren, in Google oder ähnliche Unternehmen angelegt hätten, ja, wären wir vielleicht irgendwo an einer anderen Stelle in der Welt. Ist so, oder kurz vor Corona hier mit denen, wie hießen die hier, Pharmatech oder wie die hießen, wenn man das gewusst hätte, dass die den Impfstoff machen, Alter, du wärst reich heute. Ja, genau, aber dazu sind ja auch die Handelsroboter, die Finanzexperten da, um das zu gewährleisten. Gut. Familiäre Situation, ledig, verheiratet, geschieden, Kinder und so weiter. Ledig und kinderlos, ich genieße das Leben.
Jo, alles klar. Okay. So. Ja, welche Erwartungen haben Sie an den Onlinehandel entsprechend? Ja, Geld verdienen ist klar. Klar, Kohle. Kohle, kann ich auch Neugier angeben? Ja, Wie klar, sich es interessiert gucken mich, Sie das an? sonst hätte ich mir das ja nicht Aha. angeguckt. Okay. Bezweifle zwar, dass ich es verstehen würde, so hinter das Komma und alles, aber ja, ist schon interessant. Aha. Ungefähres monatliches Einkommen. Acht. Müssen Sie nicht genau angeben? Also, wie gesagt, eine delikate Frage. Das Wenn juckt mich ja, wie überhaupt Sie nicht. das Kannst du an? schreibst du 8.000 hin, ist alles gut. 1.000. 8.000. 8 Oh. und 3 0. Okay. Fühlen Sie sich finanziell stabil oder haben Sie Kredite offen? Nö, habe ich nichts. Also ja, ich fühle mich stabil, ich habe keine Kredite offen, so rum. Arbeiten Sie jetzt nur mit der Sparkasse? Nee, also ich habe noch zu Bausparen und noch so ein bisschen was habe ich Postbank noch laufen. Aber das ist nur zu Okay. sparen, für Tagegeld und sowas. Aber das muss ich mir dann auch nochmal überlegen, wenn es da 20% im Monat gibt. So, Bausparen. So, Bausparen. Bei irgendeiner dieser Banken haben Sie Bankkarten? Sie haben vorhin gesagt, dass Sie keine Karten haben. Nee, also keines kreditiert, also die ganz normale, was man da so hat. Aha. Ich glaube, ich habe irgendwann mal bei der Postbank so eine Prepaid-Kredit gemacht, weil ich die für irgendwas bei einer Online-Bestellung gebraucht habe, aber keine Ahnung, ob das überhaupt noch aktiv ist. Ob die überhaupt aktiv ist. Keine Ahnung. Ist das denn wichtig? Brauche ich so einen Teil Okay. irgendwo? Nee, überhaupt nicht. Das Oh ist Gott. Sparkasse, gebe ich einfach an, ja? Ich gebe einfach eine Ja. Sparkasse an, ne? Also die normale Bankkarte. Nochmal, okay. So, hier ist ein Punkt. Was sind Ihre Hobbys? Jetzt bin ich gespannt, was das mit dem Training zu tun hat. Also ich fahre sehr gern Ich glaube, Motorrad hier, und ich also schieße gerne. hier. Aha. Oh, was haben Sie denn für ein Motorrad? Ich habe Nee. mal einen Honda gefahren, einen Honda CB 600 Hornets, alt von 2002. War noch ganz ehrlich mit dem Dings. Wie heißt das? Ohne Direkteinspritzer. Na, da kennt sich einer aus, ha? Fährst du auch oder was? Ich habe mal gefahren. Eine Saison habe ich hinter mir. War ziemlich kurz, aber war super eigentlich. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Habe ich dann einen Job im Sommer, Saisonjob. Ich war auf einem Kreuzfahrtschiff und konnte das irgendwie nicht zusammenbringen. Entsprechend, aber das war schon toll. Na, das ist doch schön. Ich habe mir Was fahren Sie denn? tatsächlich, ist schon ein bisschen her und bevor du jetzt gleich mit den Augen schlackerst, ist das Billigste, was man kriegen kann von Harley-Davidson, das ist eine Street 750. Die kriegst du schon vergleichsweise Aha. günstig und ich finde die Frosch im Hals, ich finde das Teil richtig geil. Also Du, nee, sollte schon Motorrad Harley macht sein, super ne? Spaß auf jeden Fall. Ja, es kommt drauf an, auf den Geschmack, auf den Stil, den man hat eigentlich. Also ich hatte das irgendwie ein bisschen eher so city-like, ein bisschen sportlich. Also Hornet war für mich super, bloß ein bisschen klein. Ich bin 1,85 groß, da Ah. musste ich mich so ein bisschen zusammennehmen. So, die ist ein bisschen klein für mich Ich hatte gewesen. neulich mein Auto kaputt, sagt der Typ von der Werkstatt, ja du, ich stell dir Ersatzwagen auf den Hof, kommst du nach Feierabend holen. Was hat der Typ mir hingestellt? Einen Scheiß Smart, Alter. Ich bin 1,90 Meter groß, jetzt bin ich 2 Wochen mit Smart gefahren. Ich weiß schon, warum er gesagt hat, komm Okay, mal nach super. Feierabend. Weil er war dann selber 2 Wochen in Urlaub. Da habe ich keine Möglichkeit zu sagen, nie die Ehrlich, Nachhui, wer hat aber. das genau vor dem Urlaub gemacht? Ja, es hat alles perfekt gepasst. War halt zu Weihnachten, ne? Aber irgendwann will ich mal so eine richtig geile, so eine Chopper-Harley haben, wo du dann so richtig so diese hochgesetzten Griffe und alles, weißt du, so wie man das immer, wenn man diese Zeitung und Video sieht von den Hells Angels, wie die so fahren, so dieses Klischee-Bike. Ich finde, die sehen richtig geil aus. Naja, verstehe, verstehe. Mit Stiefeln, mit Lederjacke, mit allem drum dran. Und was für einen Helm haben Sie? Nee, ich, Oder man, müssen wenn, Sie in wenn. Zukunft ohne Helm fahren? Ne, ohne Helm ist mir tatsächlich zu gefährlich. Was wir so machen, ein Kumpel von Aha. mir hat so alte Landschaftsstück.
Da ist mal gegraben worden, da haben wir so kleine Dirtstrecke gemacht. Da fahre ich tatsächlich mit so alten Stahlhelm, weil es einfach geil ist. Aber mit den Dingern darfst du ja nicht auf die Straße, ne? Und ansonsten ganz normal Vollintegralhelm, so richtig schön pechschwarz, mit so Tottenkopf vorne drauf. Musst du dran denken, den abzunehmen, bevor du in die Tankstelle reingehst, sonst ziehen die alle Pistole. Vorsicht halber, ne? Ja, ist gefährlich, ne? Kommt so einer rein in den Schwarzen mit so Totenkopf hellen, sieht aus wie bei Perch, Alter. Oh nein. Super. So, was wir noch brauchen, ein Gesprächspasswort. Können Sie sich das notieren, bitte? Warte. Ich mach das alles bei Computer. Ich habe so Handschrift, da kann ich selber nicht mehr lesen. Ja, wir haben uns mittlerweile das Schreiben eigentlich verlernt. Das stimmt, mit den ganzen Computern, mit den Smartphones und so weiter. Ist so sag ja, Passwort, bitte? Profit, also das, was wir erwarten am Ende. Oder 2024, wie das aktuelle Jahr. Ist das nicht ein bisschen einfach? Das ist ausreichend für das Gespräch mit dem Finanzanalysten, einfach zur Identifikation. Können wir noch einen? Auf jeden Fall sieht er die Daten, die E-Mails. Lass uns mal, ja, okay, Kollege. Wir können das auch freigestalten. Mach mal noch ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen dahinter, damit ein Sonderzeichen dabei ist. Ich habe gelernt, im Passwort muss immer ein Sonderzeichen drin sein. Gut. Wird aber mündlich sein, dann muss es entsprechend genannt werden, richtig? Ja klar, Profil 2024, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Punkt. Und dann ist fertig. Gut, ohne Punkt. Einfach Ausrufezeichen und Fragezeichen. Genau. So das kann sich keiner ausdenken. Zwei Symbole, gut. Und entsprechend den Anruf, möchten Sie sofort empfangen? Wie es geht. Das auch zu arrangieren für Sie, wie es geht. Ja, auf jeden Fall. Dann so bald wie möglich schreibe ich hin. Würde ich sagen, dass wir loslegen können, weil wenn es da so dicke Prozente gibt, dann lohnt sich das ja, ne, da keine Zeit zu verlieren. Ja. Gut. Erste Klasse. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das so schnell geht. Für den Moment ist das eigentlich alles. Würde ich mich verabschieden und die ganze Information zu meinen Kollegen weiterleiten. Aha. Und einfach viel Glück, viel Spaß wünschen, auf jeden Fall den Spaß, den sie wohl haben. Und ja. Ja, dann sage ich auch vielen lieben Dank. Hilft das dir was, wenn ich dem Typ sage, dass du gute Arbeit gemacht hast? Hilft das weiter? Das ist eher so persönlich. Da sagt er später, Kumpel, du bist einfach gut oder sowas. Ja, warum nicht? Ja, okay, gut. Ne, man muss ja fragen, ne? Vitamin B und so ein bisschen. Das sorgt bloß für gute Laune, aber auf jeden Fall, die braucht man ja bei der Arbeit. Ja klar, hier, gute Laune. Was gibt's Schlechteres, als wenn man traurig zur Arbeit kommt? Genau. Ist doch wahr. Ich bin traurig zur Arbeit. Ah. Ich mach meinen Job. Wie lange musst du denn heute, Bratan? Würde ich sagen, noch knapp 3 Stunden. Oh, das geht ja noch, ha? Absolut, natürlich. Nee, ja, um 18 Uhr haben wir Feierabend. Das ist doch klasse. Dann sei mal bitte so nett, falls das mit dem, Chefanalytiker irgendwie länger dauert, einmal kurz E-Mail schreiben, dass ich hier nicht warte und ansonsten habe ich Telefon dabei, okay? Gut, mache ich gerne. Alles klar, Kev, ich danke dir, Mann. Abgemacht, Dimitri. Deal. Froh, sich kennengelernt zu haben. Ja, gut, aber ich bin immer dazu, per E-Mail zu erreichen, auf jeden Fall. Wenn Klasse. Fragen sind, bin ich immer für Sie da. Dankeschön. Verabschiede ich mich dann. Wünsche ich alles Gute. Schönes Gespräch mit den Analytiker und ja, alles Gute. Ja, klasse, wir schnacken und, bestimmt nochmal, ne? Vorsicht beim Motorradfahren, bitte. Immer, Dito, ne? Vielleicht trifft man sich ja irgendwo mal in einem Clubhaus. Oh, das wäre toll, ja? Wer weiß. Wir haben viel vor. Ah, bist du eher Bandido oder eher Hells Angel? Gute Frage, aber sehr persönlich. Nee, ich. Wer stellt hier die persönlichen Fragen? Du oder ich? Nee, okay. Eben. Nee, ich habe, wie gesagt, kurze Saison gefahren, eher sportlich, so City und naja, ich weiß nicht. Ist so vielleicht nicht so ganz mein Stil, obwohl ich das schon respektiere, auf jeden Fall. Ah, das muss. Kaufhaus-Sache ist schon cool, auf jeden Fall. Ist so, alles klar, du bleibst neutral, das respektiere ich, Mann. Du bist die Schweiz, Alter. Ja. Ja, klasse. Gibt's noch irgendwas, das ich wissen muss, oder? Lassen wir das.
Wie bitte? Gibt's noch irgendwas, das ich wissen muss? Im Moment nicht. Nein, ich würde mich beeilen, entsprechende Info durchzugeben, damit Sie auch so schnell wie möglich den Anruf bekommen. Das ist doch ein Traum. Wie heißt denn der, der mich anruft? Weiß ich noch nicht. Der wird danach zugeteilt, wenn ich die Info durchgebe. Ah, da gibt's mehrere. Okay, gut. Ja, ist auch eine Abteilung auf jeden Fall. Achso, ja, weiß ja nicht. Wie viele Leute sitzen denn da bei euch? Nee, bei mir hier, sagen wir, haben wir 20 Berater und, denke ich, 5 Analytiker. Ah, doch so viele Leute. Cool. So. Alles klar. Cool. Arbeit. Ja, klar, dann geht das einfach. Das erzählst du ja dem Richtigen. Ich weiß das. Na, klasse, gut. Fall. Dann will ich dich nicht weiter aufhalten, Kerl. Vielen Dank für deine Hilfe, ne, Mann? Danke für das Gespräch auf jeden Fall. Ja, bis dann, Kollege. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. So, das war Anruf 2. Dann wollen wir doch mal schauen, ob der Chefanalytiker auch anruft. Schöne Sache, schöne Sache. Aber ich bin ein bisschen skeptisch geworden bei der gefakten Überweisung, ne? Zum Glück habe ich das alles so schnell parat gehabt, sonst hätte das schief gehen können. Schauen wir mal, Freunde, wie weit wir dieses Spiel treiben können.